Was denn, Leute, und herzlich willkommen zum neuen Video von der Reifen Scheune in Hahnbach. Heute nehmen wir euch mal mit, wir haben heute Projekttag. Wir wollen was am Camper optimieren, und zwar ist es ja so, dass der T2A Camper, das ist ein T2A, der ist viel schöner wie der T2B. Angenehmere Rundungen, also sieht schon eher fast von hinten aus wie im T1. Vorne ist der Unterschied, dass er halt einen WK unten hat, dieses Fischnet hier vorne und eine schönere Stoßstange wie der T2B. Also ist einfach ein bisschen runder. Hat den Nachteil, also der Camper, wenn man es als Nachteil sieht, je nachdem, zu wie viel man unterwegs ist, dass das Dach hier nach vorne aufschlägt, das Schlafdach, und du hier oben nur einen Schlafplatz hast. Später beim T2B kann dann die Optimierung, die Verbesserung, dass dann oben zwei vollwertige Schlafplätze sind. Sprich, hier oben können beim T2B zwei Erwachsene schlafen und unten auch. Und das macht das Auto ein bisschen runder, das Konzept, ganz schön mit Familie unterwegs sein, ist ein bisschen angenehmer. Beim T2A ist es so gelöst, dass das eher kleinere Kind hier vorne über der Sitze schläft, auf einer Hängematte, und hier oben eine zweite Hängematte ist, wo dann noch jemand schlafen kann, und zwei Leute schlafen hinten auf der umgeklappten Rückbank. Wir wollen etwas verändern, und zwar versuchen wir, das hier umzubauen innen drin, und bauen das um ähnlich wie beim T2B und versuchen das da oben so hinzukriegen, dass wir oben zwei vollwertige Schlafplätze haben und haben trotzdem einen schönen T2A Camper. Die Verbesserung, dass du oben zwei Leute mitnehmen kannst, dann oben schlafen. Ja? Größere Kinder, zwei Erwachsene, was auch immer. Ja, das ist mal das Ziel für heute, das versuchen wir zu schaffen. Und nehmen euch jetzt mal auf dieser Reise mit, zeigen euch, was wir machen, vorher, nachher. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr es gut findet oder nicht. Wie auch immer, ob es euch gefällt. Und dann würde ich sagen, wir starten jetzt mal. Also, um es euch mal zu zeigen, so sieht das hier aus. Hier ist ein Bett. Das zieht man so auf. Und dann hat man hier eine Schlafmöglichkeit für eine Person. Wir wollen es jetzt schaffen, dass wir hier eine komplette Liegefläche montieren, wo dann später zwei Personen drauf schlafen. So Leute, das ist das alte Bett. Das ist jetzt raus. Hast du rausgeschlafen, Stefan? Ja? Ja. Okay Leute, also hier weiter im Text. Wir müssen jetzt hier oben am Dach Winkel befestigen von der Innenseite. Dazu schieben wir den Himmel mal raus. Das war jetzt, das ging eigentlich ganz einfach. Das alte Bett wird zuerst abgeschraubt. Also wir schrauben das jetzt raus. Das war geschraubt und genietet. Jetzt holen wir das erstmal raus. Dann haben wir Platz. Dann werden wir die neuen Winkel da oben befestigen, die wir uns besorgt haben, und dann werden wir sehen, ob das, was wir so vorhaben, funktioniert oder nicht. Und Stefan, alles klar bei dir? Läuft. Läuft gut, ja? Läuft, okay. Also ich habe jetzt mal so 4 Stunden veranschlagt für das Projekt. Sollten wir eigentlich schaffen, ja? Oder Marlene, was meinst du? Ja, das schafft ihr schon. Ja. Ich glaube an euch. Okay, dann würde ich sagen, weiter im Text. Ach Stefan, kommst vorbei, kommst voran. Komm vorbei, ja. Na Stefan, alles klar? Nein. Jetzt haben wir ein Problem, oder? Warum? Wir müssen das da hoch reinkriegen irgendwie. Ja, das geht. Momento. Irgendjemand hat das schon mal hingekriegt. Also das Ding hier muss jetzt da rein. Das muss rein, und wenn wir beide weinen. Okay, dann würde ich sagen, wir probieren es jetzt. So, Schreiner sind wir jetzt auch noch. Ja. Aber das wird, Leute. Das wird nicht geil. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. So. Bin ich mal gespannt. Marlene, ich würde sagen, du machst nachher gleich die Probe. Ja. Die Liegeprobe. Ja, auf jeden Fall, ja.
Ob ihr das auch gut macht. Ob wir es gut gemacht haben, genau. Dauert nicht mehr lange, wir sind gleich fertig. Und dann legst du mal oben rein und guckst, ob das funktioniert. Ja? Alles klar. Ja, das ist wunderbar, du kannst es jetzt hier hoch machen. Dann hast du immer noch genau den Platz, den du, ja, den du vorher hattest. Also es ist viel, also viel besser wie vorher. Eigentlich mehr Platz wie vorher, weil jetzt dieses Bett hier fehlt. Ja, genau. Also eigentlich ist es tipptopp. Okay. Von Aufwand her geht es auch. Also. Okay, ich würde sagen, wir machen es jetzt fertig und dann machen wir noch so einen schönen Porn. Ja. Ein Klappbett-Porn. Ein Klappbett-Porn. Scheiß Porn sind jetzt fertig. Jetzt hole ich dir Marlene zum Probelegen. Marlene! Ja, gleich muss ich, ob das was ist oder nicht. Ja, genau. Wenn nicht, wieder raus und neu. Ich glaube nicht. Du musst dich mal Probe reinlegen jetzt, ja? Ja, trotzdem. Das langt nicht. Marlene, was, bist du zu kurz oder was? Ja. Ich bin halt nicht so ein Riese. Jo, willst du probieren? Gehst du rein? Warte mal. Du musst, ich würde sagen, du musst hier drauf. Ja, das ist voll stabil. Marlene, das haben wir gebaut. Da wackelt gar nichts. Wir haben das gebaut. Ah, kommst du jetzt hoch, oder? Okay, okay. Da müssen wir uns was überlegen für dich. Okay, ich mache jetzt mal Schnitt. Leute, wir haben da schon mal was vorbereitet. Und Marlene? Jetzt passt. Jetzt passt. Ja, cool. Ich würde sagen, eine sehr geile Nummer. Da haben wir jetzt echt ein vollwertiges Bett. Ja. In einem T2A. Würdest du es kaufen? Mhm. Also wenn du ein T2A hättest. Ja, dann ja. Dann genau, dann musst du ja nicht. Weil dann kann man ja hier schlafen. Ist ja super. Dann würde ich sagen, Marlene, ich wünsche dir viel Spaß. Nö, ich bleibe jetzt hier liegen. Ja. Alles klar. Wir müssen das noch beziehen lassen jetzt. Gehen wir zum Sattler demnächst. Dann lassen wir es beziehen. Und dann fertig. Ja. Praktisch. Alles gut. Klar. Dann viel Spaß. Und tschüss, Marlene. Tschüss. So Leute, wir sind fertig mit dem Umbau. Die Marlene hat schon mal ausprobiert und für gut befunden. Ich finde es selber auch ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Ich werde es jetzt mal ausführlich auf dem nächsten Treffen mal ausprobieren und testen und euch mal ein kurzes Video darüber machen beim nächsten Mal. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat zuzuschauen, dass euch das Video gefallen hat, was mich hier so treiben. Wie gesagt, ihr kennt es ja schon, ihr könnt es unterstützen, wenn ihr aufs Abonnement drückt, mal ein Like oder Kommentar. Haut mal was in die Kommentare rein. Wie findet ihr das? Ja, gut, nicht so gut. Was hat euch gefallen, was eher nicht? Würde uns freuen, wenn ihr so ein bisschen Content da lasst oder was das Content. Marlene, wie heißt es? Feedback. Lasst uns mal Feedback da, damit wir weitermachen können, was euch so interessiert. Und dann würde ich mal sagen, ciao!